Ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Schäfer und wir kommen hier heute im Lichthauskino in Weimar. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie alle ein Getränk draußen gefunden haben und zu uns hier ins Kino und nicht gegenüber in die Theaterpremiere und in die Probe gefunden haben. Bevor wir beginnen, habe ich zwei, drei organisatorische Sachen für Sie. Nämlich einmal ist es so, dass Sie während der Lesung gerne Fragen aufschreiben können, die ich nachher Harald Lesch stelle. Dazu wird meine Kollegin Laura Ihnen gleich Zettel bringen und Sie dürfen dann die Zettel an diese Seite, wenn Sie mit Ihren Fragen beschriftet sind, rausgeben. Und da holt Laura sie wieder ab, dass wir dann nachher die Fragen ein bisschen sammeln, weil ich gehe davon aus, dass sich die eine oder andere Frage vielleicht doppeln wird und dann können wir das zusammenführen. Nach der Lesung, wie gesagt, werden wir diese Fragen stellen und ganz sicher auch eine Antwort drauf kriegen. Und danach, naja, da bin ich mir nach dem, wie wir uns jetzt kennen, schon sicher. Ja, ne? Und danach, da wo wir gerade eben schon waren, gibt es draußen dann ein paar Getränke. Vielleicht das noch vorab, bei den Bürgerwerken haben wir das erneuerbare Du. Ich werde Sie also heute duzen und das ab jetzt. Und vielleicht noch vier kleine Fragen, die ich hier mitgekriegt habe zum Einstieg. Die können wir einmal mit Handzeichen machen. Nämlich, wer kennt denn den Begriff oder kann mit dem Begriff Bürgerenergie was anfangen? Ja, das sind gute 75%, würde ich sagen. Und wer kennt denn die Ilmtal EG? Oh ja, da sind wir aber 95%, würde ich sagen. Na, Achtung jetzt. Und wer kennt denn die Bürgerwerke? Ja, da sind wir eher so bei 40 bis 50, dagegen mache ich gleich noch was. Und vielleicht die noch, wer kennt denn Harald Lesch? Gut, das sind solide 100, sehr schön, gut. Und die eine Hand bleibt gleich die ganze Zeit oben. Gut. Also, wo ich Sie jetzt kenne, nochmal, mein Name ist Sarah Schäfer. Ich bin nämlich von den Bürgerwerken. Das ist die Dachgenossenschaft, bei der auch die Ilmtal EG Mitgliedsgenossenschaft ist. Und von eben dieser Ilmtal EG, die heute unsere Gastgeberin ist, ist heute Christopher Gieb da, der ganz kurz was zur Ilmtal EG sagt. Vielen Dank. Hallo, von mir auch. Ein herzliches Willkommen hier in der Runde, sowohl im Saal als auch im Internet zu Hause. Einige von uns können nicht hier sein, zum Beispiel auch die beiden Vorstände, einer krankheitsbedingt. Trotzdem wollte ich ganz kurz die Ilmtal EG vorstellen. Das heißt, wir wurden vor circa 10 Jahren gegründet, damals noch als die Bürgerenergie oder als Energie im Bürgerhand Weimar, und parallel dazu gab es die Energiegenossenschaft Rittersdorf, die aber dann vor 5 Jahren beschlossen haben, sich zusammenzuschließen, weil die Protagonisten waren dieselben. Das heißt, dadurch konnten wir halt die Energien bündeln auch. Und das heißt, seit 10 Jahren machen wir im Endeffekt das, was wir gut heißen. Das heißt, wir machen PV-Projekte, Windprojekte in der Region. Das heißt, wir nehmen Gelder von den Bürgern ein und investieren das in erneuerbare Energien hier vor Ort. Also als regionalen Ökostromausbau sozusagen. Ganz konkret, wir sind im Bereich Mieterstrom tätig, auch im Bereich Projektion oder in Kooperationen in Sachen Wind, auch Ladeinfrastruktur gehen wir an, und man muss halt immer genau gucken, was ist gerade möglich, was ist auch gerade sinnvoll, und momentan haben wir auch das Problem, wo bekommen wir auch Komponenten her für die Realisierung von gewissen Projekten, das ist gerade ein Problem. Ansonsten, was vielleicht noch vielen nicht ganz bekannt ist, weil überall ist ja auch Thüringer Landstromwerbung, was es damit zu tun hat, vielleicht ganz kurz der Abriss. Das heißt, wir als Ilmtal EG nehmen das Geld von unseren Mitgliedern, investieren das in Energieprojekte, und die Energieprojekte produzieren dann erneuerbare Energien. Und die kann man dann in Form von diesem Landstrom halt wieder zu Hause sozusagen anwenden und nutzen. Das heißt, ein geschlossener Kreislauf im Endeffekt. Und ja, wie gesagt, das ist der Unterschied. Ansonsten auch nochmal vielen Dank für die Lesung, dass Herr Lesch, dass wir heute die Ehre haben, die Lesung zu hören, erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Und wie gesagt, bei der Ilmtal EG kann man auch mitmachen. Das heißt, wirklich sich beteiligen. Und hier auch nochmal die Werbung dafür. Wir suchen auch immer gerne Mitglieder, die sich beteiligen, sowohl im Aufsichtsrat als auch sonst bei Projekten. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne am Anschluss noch. Ansonsten eine gute Vorlesung. Ja. Vielen Dank, Christopher. Vielleicht nochmal für die Rahmung. Die Ilmtal EG
ist sozusagen, die kennt ihr jetzt alle. Und die Ehemteil-EG ist das, was das Herz der Bürgerwerke ist. Denn bei den Bürgerwerken haben sich inzwischen 40.000 Menschen aus ganz Deutschland und über 100 eben solcher Energiegenossenschaften zusammengeschlossen. Und über die Bürgerwerke können eben Menschen in ganz Deutschland den Bürgerstrom oder hier den Thüringer Landstrom beziehen. Das ist, was wir machen. Und heute hier mitzuerleben, wie viele engagierte Menschen sich hier jeden Tag dafür einsetzen, dass die Energiewende in BürgerInnenhand wirklich funktioniert, das ist tatsächlich immer wieder schön. Denn wovon wir überzeugt sind, ist, dass die Energiewende nur dann gelingt, wenn wir alle mitnehmen und wenn alle mitmachen können und alle teilhaben können. Und was wir dafür brauchen, ist, dass wir erneuerbare Energien verstehen. Denn dann können wir mitreden und umso dankbarer sind wir heute, dass Harald Lesch hier ist. Denn genau das darf ja dieses Buch Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der interaktiven Lesung, wie ich gehört habe, ja, mit Harald Lesch. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, also ich bin Mitglied bei der Ilmtal Energiegenossenschaft und ich habe die große Ehre, das Mitglied Nummer 100 zu sein. Ich weiß nur nicht genau, ob ihr mir diese Nummer einfach gegeben habt, weil ihr gesagt habt, 1 und eine Doppel-Null. Also damit habe ich die Lizenz zum Lesen mit der Doppel-Null. Und bevor ich mit dem Vortrag anfange, erstmal ein Gedankenexperiment. Nämlich das Gedankenexperiment, stellt euch mal vor, wir hätten uns in den 50er Jahren in Europa nicht für die Kernkraft, sondern für die Windkraft entschieden. Nur mal für Spaß, nur mal für einen winzigen Moment. Was das eigentlich bedeutet, es gab, da ist nämlich jetzt rausgefunden worden von der Wissenschaft, es hat schon Wind gegeben vor den Windrädern. Es gab es also schon. Und man stelle sich also mal vor, was das für eine grundlegende Entscheidung gewesen wäre. Wir hätten uns nicht damit rumschlagen müssen mit den Sicherheitsfragen und oder jetzt in Zukunft mit den Fragen, wohin mit dem Müll, sondern wir hätten ein dezentrales Energiesystem in Europa, in Deutschland auf jeden Fall, in Europa wahrscheinlich auch. Und es wäre alles ganz anders gekommen. Das heißt, Entscheidungen im richtigen Moment haben eine große Bedeutung für die Generationen danach. Und in unserem Vorwort aus diesem Buch, wie die erneuerbare Energien, dieses Buch habe ich mit Christian Holler, einem Kollegen von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München, dem Joachim Gaukel von der Fachhochschule in Himmel. Wo ist denn der Joachim? Himmel. Also in Baden-Württemberg. Und einem Herrn namens Florian Lesch geschrieben. Und Florian ist mein Sohn, er ist ein Ingenieur für erneuerbare Energien und sorgt jetzt unter anderem mit dafür, dass es auch in Bayern, da haben wir ja so ein paar kleinere Probleme, da arbeiten wir aber dran. Und wir haben das gemacht, weil der Christian und der Joachim, die hatten schon ein Buch geschrieben, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Ein grandioses Werk, wie wir fanden. Und es war noch ein bisschen unbekannt. Und wir haben einfach unsere Power da reingelegt, das Ding ein bisschen umzuschreiben, so dass aber der Duktus, werden wir sie gleich nachher sehen, der bleibt gleich. Und im Vorwort schreiben wir: Wie die Zeiten sich doch ändern. Früher kam der Strom einfach aus der Steckdose. Wie er in die Steckdose kam, hat uns nicht wirklich interessiert. Wenn überhaupt, dann war der Gedanke, die machen das schon. Die, das waren und sind die großen Energieunternehmen mit ihren großen Kraftwerken. Wenn man überhaupt etwas von der Stromproduktion wahrnahm, dann waren das die weißqualmenden Riesenschornsteine der Kraftwerksanlagen und natürlich die großen und kleinen Überlandleitungen. In den Dörfern und Städten sieht man davon aber auch schon lange nichts mehr. Alles ist unterirdisch, unsichtbar. Die Stromversorgung geschieht durch Stromkabel und so wie das Erdgas durch Pipelines und unsere Abwässer durch unterirdische unterirdische Kanalsysteme fließen, erreicht uns die höchste Form von Energie, die elektrische Energie, eben auch durch den Untergrund. Ein Kabel dockt ans Haus an, erscheint als Metallwurm von unten im großen Zählerkasten und versorgt alle Haushalte unter demselben Dach. Alles, was wir an grundlegenden Energien und Rohstoffen brauchen, wird unsichtbar geliefert. Und unsere Abfälle verschwinden ebenso ins scheinbar Unsichtbare. Doch diese Zeiten sind vorbei. Noch nicht ganz, aber wir alle müssen dafür sorgen, dass der sorglose Umgang mit Energie und Rohstoffen ein schnelles Ende findet, denn unser Planet meldet sich durch zahlreiche Erscheinungen, die unser aller Dasein bedrohen. Wir haben ihn zu einer globalen Abfallhalde gemacht, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und das fällt jetzt alles auf uns zurück. Es fällt uns auf die Füße. Fossile, Jahrmillionen alte Energien in Form von Kohle, Öl und Gas haben uns zwar gewärmt und bewegt,
aber eben auch die Luft so verändert, dass die Erde heute ständig wärmer wird. Und genau darauf reagiert die Natur, und zwar auf ganz natürliche Weise. Die Eisflächen schrumpfen, die Permafrostböden tauen auf, die Meeresspiegel steigen, die Ozeane werden saurer, die Dürren immer länger und die Regenfälle stärker. Die Wetterextreme werden extremer und die mittleren Temperaturen steigen und steigen. Ebenso die Konzentration an Treibhausgasen, die diese Erwärmung verursachen. Das Schlimme, wir haben diesen Wandel ausgelöst. An der Stelle möchte ich nur noch mal erwähnen, falls jemand das wissen will, warum wir hier so deutlich schreiben, dass wir das waren, kann ich Ihnen das gerne anhand von einigen Isotopenanalysen von Kohlenstoffisotopen erklären, falls es jemand wissen will oder jemand im Netz vielleicht wissen will. Weil es ist ziemlich überzeugend. Das steht hier nicht, Entschuldigung, also das ist jetzt, bin ich aus dem Vorwort rausgesprungen, ich springe wieder rein. So kann unsere Antwort darauf nur sein, raus aus allem, was Kohlenstoff in die Atmosphäre treibt. Keine Verbrennung mehr von Kohle, Öl und Gas, sondern hinein in die erneuerbaren Energien. Aber werden Sonne und Wind unsere Stromproduzenten der Zukunft sein oder gibt es Alternativen? Wie viel Fläche werden wir für erneuerbare Energien einsetzen müssen? Wird eine Reise durch das Deutschland der Zukunft eine Reise durch große Windparks, große Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sein, unter deren Kollektoren die Landwirtschaft auch in heißen Sommern hohe Erträge bringt? Oder wird die Energiewende ganz anders aussehen? Egal, welche Vision Realität wird, in jedem Fall braucht es dazu die Hilfe und Unterstützung aller Menschen. Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und ihr positiver Einfluss auf den Klimaschutz sind Schlüsselmomente für zukünftige Generationen. Und dabei haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Heute müssen die richtigen, richtungsweisenden Entscheidungen getroffen werden. Aber damit auch da alle mitgehen können, müssen alle wissen, wovon die Rede ist bei dieser Veränderung, ohne falsche Versprechen zu machen. Mit Klarheit, physikalischen Argumenten versuchen wir zu erklären, was erneuerbare Energien können und was nicht. Und was unsere Worte nicht schaffen, das erklären die Grafiken in diesem Buch. Viel Vergnügen. Das Buch ist eine Zusammenarbeit mit einigen Studenten von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Vor allen Dingen grafisch hat das Buch inzwischen schon Preise gewonnen. Und also falls Sie Lust haben, ich kann nachher auch noch meinen Namen da reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber so. Okay, erneuerbare Energien, ein weites Feld. Und es ist in der Tat so, wobei ich jetzt schon gehört habe, wenn hier 95% Leute sind, von denen wir wissen, Dann spreche ich fast vor Konvertierten, ich halte einen ganz anderen Vortrag, das macht es noch nicht, gut. Na, macht das schon? Macht er was? Sehen Sie diesen roten Punkt? Gut, das ist Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ja, doch, heißt so. Laser. Ja, merken Sie das? Ja, das ist unglaublich, das ist auch eine unglaubliche Technologie, digitale Technologie. Also ich will nicht ablenken von dem Vortrag, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich hier drauf drücke, dass ein quantenmechanischer Prozess technisch umgesetzt werden kann. Billiarden von Elektronen werden dazu gezwungen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Wahnsinn. Okay. Also, worum geht's? Es geht unter anderem darum, zunächst einmal reicht unser Strom, wenn alle auf E-Autos aufsteigen. Das ist mal der Ausgangspunkt, weil das eine Frage ist, die immer wieder gern gestellt wird. Und nur, dass Sie mal eine Ahnung haben, worum es da geht. Also interessanterweise haben wir ja für den Energieverbrauch ganz verschiedene Einheiten. Also Exajoule zum Beispiel ist der Energieverbrauch Deutschlands. Also, ja, aha, so. Beim Strom wird in Terawattstunden gerechnet. Auch eine interessante Einheit. Beim Benzin wird in Megatonnen Öleinheiten gerechnet. Und wir haben uns in dem Buch vorgestellt, wir suchen uns mal eine Einheit aus, mit der man möglichst schnell was anfangen kann. Nämlich Kilowattstunden pro Person und Tag. Und bevor ich jetzt darüber rede, möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Nehmen Sie sich noch mal einen Tag Urlaub und gehen Sie in ein Fitnesscenter. Morgens um 8, setzen sich auf so einen Bock, auf so einen Ergometer und dämmeln 100 Watt. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden bis 18 Uhr abends. 10 Stunden. Ne, ist der Tag vorbei und Sie sind gut bedient, kann ich Ihnen versichern. Und was Sie dann an Energie freigesetzt oder umgesetzt haben, ist eine Kilowattstunde. 100 Watt, 10 Stunden ist eine Kilowattstunde. Ne, nur, dass Sie mal eine Ahnung haben. Wenn Sie noch mehr wissen wollen darüber, dann schauen Sie sich das YouTube-Video an, Cyclist versus Toaster. Also ein Radfahrer mit solchen Apparaten, also hier solche Oberschenkel, richtig, also hier der andere natürlich auch, klar.
Also ein Muskelpaket, der soll nun auf einem Ergometer, soll der ein Stück Toastbrot zum Toasten. Das heißt, er dämmelt und dann soll das Toastbrot getoastet werden. Ich verrate Ihnen nicht, wie es ausgeht, nur für diejenigen, die den Toast gerne etwas dunkler haben wollen. Das schafft er nicht, ja. Also, nur, dass ich, warum wir nämlich diesen Radfahrer verwenden, das ist die Motivation dafür. Und also wenn der wirklich 100 Watt mal 10 Stunden dämmelt, dann ist es eben eine Kilowattstunde. Und was Sie dafür kriegen, sind grob 30 Cent. Das ist die Energiemenge, die in 100 Milliliter Benzin stecken. Das ist das große Problem. Wir haben Jahrhunderte, zwei Jahrhunderte jetzt an der heftigsten Energiedroge gehangen, die es überhaupt gibt, nämlich dieser hohen Energiedichte der Kohlenwasserstoffmoleküle. Und ich muss das einfach mal sagen, warum haben denn diese Kohlenwasserstoffmoleküle so eine hohe Energiedichte? Weil die Zeit, die Erdzeit dort über mehrere hundert Millionen Jahre das Material so zusammengepresst hat. Was wir also verheizen, was wir verbrennen, was wir in irgendeiner Form für unsere Mobilität und Kommunikation und was auch immer verwenden, ist also Erdzeit, ist Kohlenstoff aus uralter Vergangenheit. Und daran kann man übrigens auch festmachen, dass es eben ein Zeug ist, das wir in die Luft gebracht haben. Das ist nämlich Kohlenstoff, der kommt aus Photosynthese, funktionierenden Pflanzen vor allen Dingen. Und die Photosynthese ist ein Diffusionsprozess und die bevorzugt bestimmte Kohlenstoffisotope. Aber wie gesagt, wenn mich keiner danach fragt, ich kann auch auf Fragen antworten, die gar keiner stellt. Also das ist das Problem. Eine Kilowattstunde steckt in 100 Milliliter Sprit. Und daran ahnen Sie schon, was das zu bedeuten hat. Was kann man machen mit einer Kilowattstunde? 3 Minuten warm duschen. Also wenn Sie das nächste Mal länger als 3 Minuten, machen Sie mal eine Uhr. Und dann heißt es schon mehr als eine Kilowattstunde, damit kann man eine 60-Grad-Wäsche machen. Die Glühlampe läuft 10 Stunden, eine LED 60 Stunden mit einer Kilowattstunde. Und jetzt können wir mal umrechnen, was das eigentlich jetzt ist. Wie sieht es aus? Der gesamte Primärenergieverbrauch in Deutschland sind 120 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Beim Strom sind es 19 Kilowattstunden pro Person und Tag, beim Benzin 15 Kilowattstunden pro Person und Tag. Das heißt, wir leben offenbar ganz gewaltig auf Kosten von irgendjemand sonst, der für uns praktisch im Fitnesscenter sitzt und dämmelt, wenn man das mal so überlegt. Ne? So, und jetzt kann man die Frage stellen, wie viel Strom müssten wir mehr haben, wenn wir alle PKWs in Deutschland elektrifizieren? Na komm, 4 Kilowattstunden pro Person und Tag mehr. Das ist also eine überschaubare Menge, das ist gar nicht so viel. Also das alleine wird ja oft dargestellt als so ein typisches Beispiel, das geht überhaupt nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist alles in diesen Einheiten eine überschaubare Menge und es bedeutet einen Anstieg des Stromverbrauchs um ca. 20%. Das bedeutet natürlich auch für eine Energiewende, wenn wir tatsächlich die Mobilität aus Strom beziehen, dass wir natürlich da nochmal zusätzlich was aufbauen müssen. Andererseits möchte ich an dieser Stelle nur mal kurz daran erinnern, an einen Punkt, den sehr, sehr viele Leute gerne vergessen oder überhaupt noch nicht drüber nachgedacht haben. Nämlich die elektrische Energiemenge, die wir brauchen, um aus Erdöl Benzin zu machen. Ist ja nicht so, dass der Sprit aus dem Boden kommt. Der muss ja auf raffinierte Weise in Raffinerien überhaupt erstmal hergestellt werden. Und die Strommenge, die wir da verbrauchen, die könnten wir auch direkt verfahren. Das heißt, wir haben ein enormes Energiesparpotenzial, wenn wir tatsächlich anfangen würden, elektrisch zu fahren. Also, wie sieht es aus mit dem Energieverbrauch? Wir haben zu unterscheiden zwischen der Primärenergie, also das, was wir importieren an Energie, beziehungsweise was wir selber an Energie herstellen. Wir haben natürlich enorme Verluste in den Kraftwerken, vor allen Dingen bei Kohle-, Ölkraftwerken, auch bei Gaskraftwerken sind die enorm. Wir reden vor allen Dingen im weiteren Verlauf über das, was tatsächlich beim Kunden ankommt. Also das, was wir tatsächlich verbrauchen, nämlich die Endenergie. Über die Nutzenergie ist ein bisschen schwierig, Aussagen zu machen, aber das können wir ziemlich gut. Und das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Also, wir haben in Deutschland 120 Kilowattstunden pro Person und Tag und das ist die Welt. Indien ist noch überschaubar, nur weiter unten. China ist schon on the run. Und Sie sehen hier, also warum Österreich mehr verbraucht als wir, das weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, liegt wahrscheinlich daran, die haben so viele Wasserkraftwerke, dass sie meinen, sie können es fallen. Aber Sie sehen hier natürlich, solche Länder wie Russland, Australien, USA, Saudi-Arabien, Norwegen und Kanada sind alles Länder mit sehr, sehr großen Rohstoffen im eigenen Land. Und offenbar ist die Vorstellung dadurch, dass die Rohstoffe im eigenen Land sind, dann kann man sie auch verbrauchen. Man sieht natürlich auch hierbei, dass das Bruttosozialprodukt immer ein Maßstab dafür ist, wie viel Energie verbraucht wird.
Und das ist durchaus eine interessante Grafik, wo man auch mal sehen kann, dass wir, also energetisch als Land, was so gut wie keine Rohstoffe besitzt, ziemlich verfettet sind. Ja. Das ist eine ziemliche Herausforderung, was das eigentlich bedeutet. Und hier bei diesen Ländern, wenn das Potenzial hier wirklich anläuft, dann sehen Sie schon, was eine Herausforderung sein wird, dass alle technologischen Transformationen, die wir hier vollziehen, die müssen wir eigentlich verschenken. Wir können sie nicht mal mehr verkaufen, weil das muss so schnell gehen, dass die praktisch das machen, was man einen Leapfrog nennt, also wirklich einen Sprung. Die können nicht irgendwie allmählich in Technologien hinein investieren, die wir inzwischen schon abgeschrieben haben, sondern wir müssen sie praktisch dazu zwingen, so wie zum Beispiel in Afrika früher, die hatten keine Telefone jetzt, also zwischendurch irgendwie, so Bakelit-Telefone zwischendurch oder sowas, sondern die sind sofort auf die Smartphones gegangen. Das heißt, wir haben ihnen schon die Technologie ohnehin präsentiert und auch bei den Erneuerbaren wird das eine wichtige Rolle spielen, diesen Ländern praktisch so schnell wie möglich die entsprechenden Technologien zur Verfügung zu stellen, damit es gelingt, denn wir dürfen nicht vergessen, wir leben alle auf einem Planeten. Es gibt auch keinen Planeten B. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es gibt immer noch keinen. Also der Mars ist nur was für Leute, die einen an der Waffel haben. Weil der ist so knochentrocken, der ist auch inkontinent. Der Mars kann nichts halten, noch nicht mal Wasser. Auch kann seine eigene Atmosphäre nicht. Und das ist nur was für Science-Fiction-Filme oder für Milliardäre aus dem Silicon Valley. Aber nicht für Millionen, um dorthin auszuwandern. Das wird nicht funktionieren. Also das wird es nicht sein. Also wir müssen das hier regeln und zwar schnell und effizient. Schauen wir uns mal an, wie die Situation in Deutschland aussieht, wenn wir hier über den Endenergiebereich sprechen. Wo geht die Energie hin? Industrie und Gewerbe 45%, Transport 10%, Personenverkehr 20%, Heizung 20% und Strom privat ist eine überschaubare Menge. Also wer glaubt, dass durch privates Stromsparen schon was gerettet ist, der übersieht das Problem. Man sieht hier, das ist ein ganz erheblicher Anteil. Das heißt, wir werden nicht nur über Energiewende sprechen müssen letzten Endes, sondern wir brauchen eine Wärmewende. Wir müssen viel, viel schneller dahin gehen, dass wir die Wärme aus erneuerbaren Energien beziehen. Der Personenverkehr ist ein vergleichbarer Brocken wie die Wärmewende. Das heißt, wir brauchen eine Verkehrswende, eine Wärmewende. Uff, ja. Und die Industrie droht natürlich immer damit, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir weg. Das zu verhindern bzw. sie mit den entsprechenden Stromquellen und Energiequellen zu versorgen, ist durchaus eine nicht triviale Aufgabe. Gucken wir uns mal an, woher kommt unsere Energie denn? Also wenn wir das anschauen, ohne auf die Details zu gehen, Stein, Braunkohle, Erdgas, Mineralöl und Kernkraft, das hier unten sind die Erneuerbaren. Das heißt also, der Anteil der Erneuerbaren liegt gerade mal bei 15%, was die Primärenergie betrifft. Und das reicht hinten und vorne nicht. Weltweit ist es sogar noch viel weniger. Und wenn man sich dann anschaut, aus was die Erneuerbaren bestehen, dann gucken Sie mal hier, die Biomasse ist der dominante Anteil. Das heißt, wir verbrennen letzten Endes noch jede Menge Biomasse. Und das natürlich für die Frage, wie kriegen wir den Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre möglichst runter, wenn es irgendwie geht, ist das natürlich schlecht. Wir sehen, dass der Anteil der Photovoltaik ist relativ überschaubar. Die Solarthermie ist überschaubar, Wind ist ein bisschen mehr, ist aber auch alles eine sehr überschaubare Angelegenheit. Und Sie ahnen vielleicht, was für eine unglaubliche Aufgabe das werden wird, die Energieversorgung eines so reichen und so durchstrukturierten und organisierten Industrielandes wie der Bundesrepublik Deutschland oder Wirtschaftslandes, wir haben ja viel mehr Dienstleistungen heute, als wir noch Industrie haben, überhaupt hinzukriegen. Das ist eine Riesenaufgabe. Und deshalb, genau deshalb, ist es so unglaublich wichtig, dass überall in Deutschland, in jeder Kommune, eine Energiegenossenschaft entsteht, die dafür sorgt, dass diese Energiewende auch gelingt. Und es kann nicht sein, dass das Geld, was alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in diese Energiewende stecken, über die entsprechenden Gebühren, über die Steuern, über das Geld, was wir alle dafür bezahlen, dass das eines schönen Tages mehr oder weniger anonymen Investoren, Investoren zugutekommt, die dann auch noch über so viel Vermögen verfügen, dass sie es nicht versteuern müssen. Das kann nicht sein. Die Energiewende gehört in Bürgerhände. Das ist meine feste Position. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann glaube ich nicht, dass die Energiewende gelingen kann. Zumal eben vor allen Dingen es dann auch darum geht, dass die Landkreise letzten Endes die Energiequellen sein werden. Also die Kraftwerke. Und es muss gelingen, die urbanen Siedlungsräume davon zu überzeugen, den Landkreisen nicht nur Respekt entgegenzubringen, so nach dem Motto Chapeau, sondern dass es auch einen finanziellen Ausgleich geben muss, damit die Landkreise sich tatsächlich auch gewürdigt fühlen und nicht nur, also sozusagen
das angeguckt wird, ja, wir demonstrieren in den Städten für die Energiewende, aber da, wo sie dann tatsächlich stattfindet, da gucken wir gar nicht hin. Und es kommt noch was hinzu, das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen. Wir brauchen eine deutliche Wende hin zu Berufen, die diese Energiewende möglich machen. Wir haben es eben gehört, es wird schon schwierig, die Module zu kriegen, aber es wird in Zukunft noch viel schwieriger, dass irgendjemand diese Dinger bauen soll. Irgendjemand muss die Photovoltaikanlagen hier auf die Dächer bringen, irgendjemand muss die Windräder bauen. Und ich kann allen, die also in der digitalen Welt ihr Halt suchen, nur sagen, man baut keine Windräder mit dem 3D-Drucker. An der Tastatur wird nichts geregelt. Die Wirklichkeit, die widerspenstige Wirklichkeit, meine Damen und Herren, dafür brauchen wir Menschen, die dort auch ihre Berufe haben. Wir haben inzwischen einen solchen Hinweg zur Digitalisierung, dass man sich fragt, gibt es irgendwann noch jemanden, der A, die Brötchen backt und dafür sorgt, dass wir die Lebensmittel haben und B, der dafür sorgt, dass eben Gas, Wasser und so weiter. Also wir haben ein echtes Problem mit ganz essentiellen, realen Infrastrukturen. Und eine Infrastrukturmaßnahme wie die Energiewende verlangt nach Tausenden, zigtausenden Solateurinnen und Solateuren, Leute, die Windkraft bauen, die Photovoltaik auch auf die großen landwirtschaftlichen Flächen bringen und. Also raus aus der virtuellen Welt, kann ich nur sagen, hinein ins wirkliche Leben. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Energiewende auch nicht gelingen. Das heißt, wir haben eine soziale Transformation vor uns, die, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht so richtig klar ist. Und wenn Sie Jugendliche kennen, die sich überlegen, was soll ich denn machen, also nach dem Motto, was soll ich denn tun? Ja, fast hätte ich gesagt, mit meinem Vater, Gott hab ihn selig, würde ich sagen, lern was Ordentliches. Ne? Und was Ordentliches sind natürlich Berufe, die tatsächlich was mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu tun haben. Irgendjemand muss es machen. Es nutzt nichts, wenn die Ziele definiert werden, wenn Pläne aufgemacht werden und so weiter und wir am Ende da stehen und tolle Projekte haben, tolle Projektentwicklungen, aber niemand da ist, der es machen kann. Also das ist echt ein Aufruf, auch daran zu denken, dass wir alle dafür sorgen müssen, dass irgendwie diese Dinge auch tatsächlich real werden und sie nicht im Virtuellen nur drin bleiben. Sie sehen, anhand einer einzigen Grafik kriege ich schon die großen Zusammenhänge unter. Das Potenzial der erneuerbaren Energien ist ja ganz unterschiedlich. Sie sehen es hier, wie viel Quadratmeter wir für die verschiedenen PV-Anlagen brauchen, die Quadratmeter für eine Kilowattstunde pro Tag bei den Windkrafträdern auf Land oder auf dem Wasser. Das wird natürlich immer wichtiger sein. Das heißt, wir können ganz verschiedene Verfahren uns anschauen und können uns dann angucken, wie groß müssten denn die Flächen sein, um den Energiebedarf von 85 Kilowattstunden pro Person und Tag in der Bundesrepublik tatsächlich zu realisieren. Oder hier, also mit Biomasse sehen Sie, die Biologie ist eben relativ ineffizient. Das ist das Schöne an ihr, weil sie damit natürlich auch praktisch genau diese grundlegende physikalische Forderung erfüllt, dass ein System äußerst effizient, muss gar keinen hohen Wirkungsgrad haben, es tut genau das, was es muss, um zu überleben. Und hier insbesondere die Photosynthese ist ein Vorgang mit einer relativ geringen Wirkung, aber er ist eben sehr stabil, ist außerordentlich wenig durch Störungen zu stören. Und das ist für die Lebensproduktion, sozusagen für die Biomassenproduktion, über die letzten 3,5 Milliarden Jahre von großer Bedeutung gewesen. Insofern muss uns das nicht wundern. Das sind die ältesten Verfahren, Energie freizusetzen, die die Natur uns zu bieten hat. Und die haben einen relativ geringen Wirkungsgrad. Das heißt, was wir jetzt auch machen müssen, ist tatsächlich, um diese Energiewende hinzukriegen, bei manchen Dingen müssen wir einen Turbolader einsetzen und das wird nicht einfach werden. Also Photovoltaik und Solarthermie bisher sind auf 500 Quadratkilometern drauf. Das muss verzehnfacht werden. Das sind also 5000 Quadratkilometer in Deutschland, die wir Photovoltaik brauchen. Und das wäre der Anteil, den wir zurechtkriegen. Das wären 28 Kilowattstunden pro Person und Tag. Dann können wir auch noch über die Dächer reden und so weiter. Das können wir alles machen. Wir brauchen jedes Dach, dessen wir habhaft werden können. Ich weiß nicht, wie ist es hier in Thüringen? Habt ihr einen Photovoltaikkataster in den Gemeinden? Habt ihr. Das heißt, man könnte.
Also ich finde es hochinteressant, wenn also in Bayern und in anderen Bundesländern gibt es sowas wie diese Klimamanager, die dann für 2-3 Jahre zumindest mal bezahlt werden und die Gemeinde kann sich dann entscheiden, ob die Person, die diese, die diesen Job hat, eben fest angestellt wird oder nicht. Und die machen zum Beispiel alles am Anfang mal so ein bisschen Inventur. Was haben wir denn? Und da spielt das PV-Kataster eine ziemlich große Rolle. Da kann man nämlich rausfinden, was für ein Potenzial ist in der Gemeinde an PV eigentlich drin. Wie groß kann denn der Anteil von PV sein am Strombedarf einer Gemeinde? Ich will Ihnen ein Beispiel nennen aus guter Quelle, nämlich die von meinem Filius. In Grünwald, das ist eine Gemeinde im Süden von München, ziemlich gut begütert. Die haben ein Potenzial, das ist so groß für die Fläche von PV, von 27 Mal im Allianzstadion. Also das ist so groß, dass 56% des gesamten Strombedarfs in dieser Gemeinde durch Photovoltaik, und zwar inklusive Industrie und Gewerbe, gedeckt werden können. Und die fangen jetzt tatsächlich auch an und nicht zuletzt, sagen wir mal, unter dem Eindruck der Ukraine-Katastrophe beginnen die, auch die sehr Wohlhabenden, die sich bis jetzt also eher gesagt haben, also meine Villa darf jetzt hier nicht bekachelt werden, auch die werden denken darüber nach und nicht nur darüber nach, sondern suchen nach Projekten, lassen sich Projekte ausrechnen. Das ist ein Beispiel dafür. Ein anderes, wie ich finde, ganz herausragendes Beispiel, tut mir leid, das ist immer noch mal aus Bayern, da kenne ich mich momentan am besten aus, ist eine Gemeinde wie Wilpolsried im Allgäu. Die produzieren 8-mal mehr Strom, als sie verbrauchen. Und man muss das einfach mal sagen, das ist jetzt nicht irgendwie eine besondere Gemeinde, das sind ganz normale Leute, die haben sich 1998 zusammengetan und haben angefangen, Windräder zu bauen und haben dann damit Geld verdient. Und wie die einen Landwirte Geld verdient haben, haben die anderen gesagt, da will ich auch dabei sein. Ich habe neulich mit dem Arno Zengele, dem ehemaligen Bürgermeister von dieser Gemeinde, einen Podcast gemacht und ich war so enthusiastisch über dieses Projekt. Und der Zengele ganz lakonisch, ganz nüchtern, weil ich gesagt habe, das ist ja großartig. Und so, ja, wir haben halt gedacht, was machen wir? Wie soll Wilpolsried in 20 Jahren sein? Was haben wir? Nichts haben wir, aber wir haben eine Hügelkette, die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet ist und wir haben Windmessungen und da haben wir halt gesagt, ja, da bauen wir Windräder. So, das war ganz, also dieses lakonische Runterkochen, ich bin fast verrückt geworden, weil ich fand das so großartig, weil es eine Gemeinde von 2548 Einwohnern und also eher konservativ, also Freien Wähler und die CSU haben da ganz klar die Mehrheit, aber wurscht, die haben es gemacht. Und die haben eine Infrastruktur aufgebaut. Wenn Sie wissen wollen, wie Energiewende in Deutschland aussehen kann, dann fahren Sie mal ins Allgäu. Erstmal ist es schön da, aber in dieser Gemeinde können Sie sogar lernen, wie das geht. Und die haben eine Energie GmbH gegründet und die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde haben was davon. Also zurück zur Sache. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Aufwand. Und man ahnt schon, also alle Dächer in Deutschland sind so 1500 Quadratkilometer. Also selbst wenn man großzügig rechnet. Das ist das, was das heißt, man sieht schon, wir brauchen natürlich Flächen-PV. Da werden wir gar nicht umhin können. Nur das sollte, wenn es irgendwie geht, und das ist auch eine Frage natürlich wieder an die Finanzierung, sollte es Agro-PV sein. Also es sollte in irgendeiner Form möglich sein, unter diesen Flächen weiterhin Landwirtschaft zu betreiben. Das werden wir nämlich dringend brauchen in vielen Hinsicht. Und die Prototypen, die es dazu gibt, sind sehr, sehr positiv beschrieben. Vor allen Dingen in trockenen Sommern sind die Erträge unter den Dächern besser als in den nicht bedachten Flächen. Was kein Wunder ist, braucht man keine Physikausbildung dafür, dass natürlich die Luftfeuchtigkeit sich da natürlich ganz anders hält als in unbedachten Flächen. Das sieht man. Also plus 1% von Deutschland für die Freiflächen. Das ist das, was wir brauchen. Also das heißt, das ist eine große Aufgabe. Und gerade da können Energiegenossenschaften natürlich ganz gewaltigen Anteil dafür liefern. 50% des Waldertrages, 20% aller Äcker in 2020, 15%. 25% aller organischen Abfälle, wenn wir bei dem Anteil von Biomasse bleiben wollten, bei den Erneuerbaren, würden wir also eine ganze Menge aus unserer Biomasse tatsächlich herausnehmen müssen. Das ist ein ziemlicher Betrag. Das wird man sicherlich nicht in der Schärfe machen, aber wenn man das so halten wollte, wie wir es heute haben, wäre ein ganz erheblicher Teil der deutschen Wälder davon betroffen und auch ein ganz erheblicher Teil unserer landwirtschaftlichen Flächen. Man sieht schon daran, wie wichtig es sein wird, da wir das auf keinen Fall so machen können, wie wichtig es sein wird, Photovoltaik vielleicht nicht nur hier auf Land, sondern auch Windkraft nicht nur hier auf Land, sondern auch im Meer hinzustellen. Also die Biomasse könnte 12 Kilowattstunden, wenn das hier der Anteil wäre, 12 Kilowattstunden pro Person und Tag bringen. Ähnlich kann man jetzt über die Windräder
praktisch ganz grob nachdenken. Das ist jetzt hier mal ein ganz schneller Durchlauf. 30.000 Windräder mit einem Durchmesser von weniger als 120 Metern bis jetzt. Das muss natürlich deutlich mehr werden. Wir brauchen 40.000 Windräder mit einem Durchmesser von 160 Metern, wahrscheinlich noch viel mehr sogar. Und wir haben zum Beispiel in Bayern jetzt Ausbauziele von 800 Windrädern in den nächsten Jahren. Das kann man vergessen. Aber schon das, 800 Windräder, bedeutet praktisch, dass jede Woche zwei Windräder irgendwie ans Netz kommen müssen. Und haben Sie schon mal gesehen, wie lange es dauert, bis so ein Windrad steht? Das geht jetzt nicht so. Es gibt ja Asterix in die Trabantenstadt, kennen Sie den? Da gibt es diese wunderbaren Zaubereicheln, die schmeißen die einfach in den Boden und machen, wumm, steht der Baum. So ist das aber nicht. Also es gibt auch da wirklich hervorragende Beispiele im Netz, wo man mal dabei sein kann, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Windrad steht. Alleine das Fundament dafür hinzustellen, denn die Belastungen auf so ein Windrad, die mechanischen Belastungen sind ja enorm. Das heißt, dass das Ding da steht und dann schauen Sie sich vor allen Dingen mal an, wie viele Personen daran beteiligt sind, das Ding hinzustellen. Und dann kann ich nur eines sagen, we are running out of Kranführer. Irgendjemand muss das machen. Ja? Die Dinger müssen aufeinander gesetzt werden. Die besten Kranführer Deutschlands, glaube ich, arbeiten inzwischen in Katar, Abu Dhabi und Dubai. Warum? Naja, die bauen hoch und bezahlen wie die Verrückten. Also Wind onshore ist eine Fläche, die ungefähr so groß sein würde. Wenn wir das verteilen auf Deutschland, sieht es natürlich ganz anders aus. Und Wind offshore wird natürlich ebenfalls wichtig werden. Und da muss viel, viel mehr passieren. Wir haben 1500 Windräder momentan. Das muss mehr als verzehnfacht werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Und wenn Sie alleine nur die Versicherungsfrage stellen, denn die mechanischen Belastungen und auch die saline Belastung, also die Belastung durch die Versalzung, durch das Meerwasser, ist durchaus ein Problem. Da muss man ganz neue Überlegungen finden, wie man das spezifizieren kann, dass diese Windräder auch sehr, sehr lange möglichst laufen. Nun, aber das ist der große Brocken. Und da haben wir immerhin, Sie sehen jetzt 68 und 70, da geht schon was. Also wir können im Prinzip, kommen wir an die Endenergie ran. Jetzt können wir noch mal ein bisschen nachgucken, was haben wir noch? Wasserkraft, nicht wirklich viel, aber ein bisschen was geht da schon noch. Eine Kilowattstunde, dann haben wir noch Geothermie, können wir noch dazulegen. Nicht in allen Teilen Deutschlands, aber in einigen geht schon was und dann haben wir es wenigstens erreicht. Aber Sie sehen, was für ein wahnsinniger Aufwand in Deutschland notwendig wäre, um jetzt unsere Energieversorgung nur bei der Endenergie, wir reden noch nicht von der Primärenergie, wir gehen also mal davon aus, dass wir wirklich keine Verluste mehr haben in Zukunft, dass wir, was die Primärenergie betrifft, sind wir völlig raus, was für einen großen Aufwand ist. Und man kann natürlich hieran auch schon im Prinzip sowas wie eine Exit-Strategie definieren. Was wir mindestens noch brauchen, sind internationale Zusammenarbeiten. Man könnte vielleicht sogar sich gedanklich ja mal auch wieder sowas einlassen wie eine große Initiative, in einigen Wüstengebieten von Afrika was zu bauen. Da ist ja genügend Sonne da, es ist genügend Platz da. Man würde im Prinzip niemanden stören, wenn da Anlagen wären, zumindest Solarthermieanlagen, die relativ unproblematisch betrieben werden können. Und zwar wirklich Punkt-zu-Punkt-Projekte. Das heißt, man hat ein Kraftwerk, Leitung, Verbraucher, aus. Sonst nichts. Und die ersten Verbraucher wären allerdings nicht wir Europäer, sondern die Menschen in Nordafrika. Sie müssen das ganze Problem der Energiewende in dem großen Bild des Klimawandels sehen. Die Klimaszenarien der nächsten 40 Jahre sehen alle so aus, dass Teile von Afrika nicht mehr bewohnbar sein werden. Das heißt, die Leute werden in den nordafrikanischen und südafrikanischen Raum hinein migrieren. Das lässt sich gar nicht verhindern. Wir werden eine Zusammenarbeit mit Nordafrika brauchen, unbedingt. Und warum nicht früh genug zumindest gedanklich damit anfangen, auch diplomatische Wege zu suchen, wie kann man solche großen Anlagen in der Fläche, in der ja sonst niemand davon betroffen sein kann, tatsächlich durchführen. Das werden wir werden darüber nachdenken müssen. Und natürlich spielt sofort wieder die Frage eine Rolle, ja, wir machen uns abhängig dann von anderen Ländern und so weiter. Aber so wie wir geografisch gelagert sind, können wir die Menge an erneuerbaren Energien, die wir momentan verbrauchen, oder die Menge an Energie, die wir momentan verbrauchen, nicht durch Erneuerbare alleine darstellen. Es sei denn, aber da komme ich noch drauf. Also, Wellenenergie, dann geht es ja immer weiter. Was ja gerne gemacht wird, ist bei solchen Diskussionen, wenn die Leute dann sowas sehen, Moment mal, das sind doch alles schlaue Leute an den Universitäten, das sind doch schlaue Frauen und Männer, die werden sich dann auch noch irgendwas einfallen lassen müssen, da gibt es ja noch irgendwie was anderes, da kann doch so nicht sein.
Im Zweifel kommt immer irgendwann die Frage nach der Kernfusion. Immer, kommt immer. Und dann die ganzen anderen Energiequellen. Es gibt zum Beispiel auch so Ideen, ob man nicht die Laufenergie von Passantinnen und Passanten in den Einkaufszentren auch noch nicht irgendwie in Elektro... Ja doch, gibt's alles, ja. Oder einige, es gibt auch Geschäftsmodelle, ob man nicht die Lichtenergie vom Mond noch anzapfen kann. Wobei der halt immer auf und zu macht. Das ist halt nochmal so ein Rhythmus, ja. Und es ist auch nicht viel, ja. Und also absurde Ideen, auch große Spiegel irgendwo zwischen Erde und Sonne zu stellen, und lauter so ein Zeug. Also Geoengineering wird ja dann unser irres Zeug, alles irres Zeug. Ja, alles Blödsinn. Wellenenergie auszunutzen kann man machen, ist aber für den großen Teil unserer Welt überhaupt nicht verwendbar. Gezeitenenergie kann man auch machen. Es gibt ein paar Gezeitenkraftwerke, zum Beispiel in Frankreich. Dadurch, dass eben Ebbe und Flut immer wieder Strömungsmuster anbieten. Diese Strömungsmuster kann man über Turbinen laufen lassen, sowohl rein wie auch rauslaufen. Das heißt, man kann da eine ganze Menge machen. Es gibt eine große Anlage in der Normandie. Aber das ist für unsere Verhältnisse hier in Deutschland eben auch kaum benutzbar. Man braucht nämlich einen bestimmten Tidenhub von 5 Metern. Da kann man nichts machen. Osmosekraftwerke gibt es eins in Norwegen, wo man dann eben den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser ausnutzt. Man nutzt also einfach die Unterschiede aus. Die Unterschiede, die Strömungen antreiben, und diese Strömungen, die kann man entweder in Druck umsetzen oder man kann sie über irgendwelche Turbinen laufen lassen. Auch da ist nicht viel zu holen. Depressionskraftwerke sind jetzt keine psychologischen Kraftwerke, sondern da geht es darum, dass eben hier ein Teil des Landes unterhalb des Meeresspiegels ist. Das haben wir jetzt in Deutschland so nicht. Also... Aber an der Stelle muss man das einfach mal sagen. Es gibt ein Land in Europa, das bei einem Meeresspiegelanstieg, so wie wir das jetzt prognostizieren müssen, weil die Festlandsgletscher eben zunehmend schmelzen. Das ist auch eine interessante Sache. Wissen Sie, wie man herausfindet, ob Festlandsgletscher schmelzen? Man misst die Veränderung in der Erdschwerkraft. Ja, so macht man das. Man schaut sich einfach an, mit Hilfe von Satelliten, die heißen GRACE, wie sich die Schwerkraftverteilung auf der Erde, wie sich die Massenverteilung auf der Erde verändert, zum Beispiel über Grönland. Dann kann man also praktisch durch die Messung der Schwerkraft kann man nachweisen, dass das Festland sich erhebt. Warum erhebt es sich? Weil die Last auf dem Festland weniger geworden ist. Warum ist es weniger geworden? Weil die Gletscher abströmen. Das heißt, wir können aus einer unglaublich präzisen Messung eines Effektes, also ich kann Ihnen versichern, Wir merken nichts davon. Wenn Sie sich morgens auf die Waage stellen, sollten Sie leichter geworden sein, hat das nichts mit der Änderung der Schwerkraft zu tun. Oder auch nicht, wenn Sie schwerer geworden sind, auch nicht. Ja? Also jedes Pfund muss durch den Mund, da hilft alles nichts. So. Das hat auch nichts mit der Expansion des Universums zu tun, wenn der mittlere Ring hier größer wird. Das hilft alles nichts. Ja? Zurück zur Sache. Das heißt, wir können nachweisen, wie die großen Eismengen auf der Welt sich verändern. Und das Land, was am meisten darunter zu leiden haben wird, werden die Niederlande sein. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube 40% oder 45% der Landesfläche ist unterhalb des Meeresspiegels, Rotterdam in Teilen 12 Meter. Wenn da die Deiche brechen, dann ist da Feierabend. In Deutschland werden die Halligen die Ersten sein, die davon betroffen sind. Die Friesischen Inseln werden davon betroffen sein. Und das ist schon eine Bedrohung, die ist schon da. Die ist jetzt schon da. Also nur ein leichter Anstieg von ein paar Zentimetern, aber wenn die entsprechenden Sturmfluten bei einem leicht erhöhten Meeresspiegel stattfinden, dann hat das schon drastische Konsequenzen. Also diese Sachen hier können wir sicherlich in Deutschland auch nicht gebrauchen. Was haben wir noch? Meeresströmungen sind wir auch relativ mattmarode. Natürlich gibt es Bereiche, wir haben das mal hier dargestellt, also zum Beispiel, dass man den Golfstrom anzapft, wobei, Achtung, man sollte bei den Meeresströmungen schon vorsichtig sein, wenn da große Energiemengen aus so einem Strom rausgenommen werden, dann strömt er nicht mehr. Wenn man die Bedeutung des Golfstroms für das Klima in Europa bedenkt, also wie wichtig diese Warmwasserheizung für Europa ist, dann wäre natürlich ein Abschwächen des Golfstroms, könnte zu ganz erheblichen Klimaschwankungen führen, in eine ganz andere Richtung. Da wäre also der Klimawandel nicht nur mit Extremwetterereignissen verbunden für Europa, sondern auch mit einer drastischen Abkühlung. Wobei ich inzwischen schon weiß, dass die Abkühlung so drastisch nicht mehr sein wird. Wissen Sie warum? Weil wir jetzt seit 200 Jahren die ehemalige Konzentration von 280 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre auf 420 Parts per Million angehoben haben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das heißt, wir haben um 50% die Menge an nur heizendem Kohlendioxid in der Atmosphäre vergrößert. Ist Ihnen klar, welche Temperatur unser Planet hätte,
wenn wir keine Atmosphäre hätten. Wissen Sie das? Minus 18 Grad Celsius. Das wäre im Strahlungsgleichgewicht zwischen Erde und Sonne, wäre unser Planet, ein weißer Planet, völlig verplätschert. Weiße Planeten, also weiße Kugeln, tauen nicht mehr auf, weil die reflektieren ja alles zurück. Der tatsächliche Temperaturgehalt auf unserem Planeten an der Oberfläche sind 15 Grad. Das heißt, der natürliche Treibhauseffekt hat auf unserem Planeten eine Wirkung von 33 Grad Celsius. Und dieses delikate Gleichgewicht haben wir in den letzten 200 Jahren völlig aus demselben gebracht. Indem wir eine ungeheure Menge an Kohlenstoff in die Atmosphäre gepumpt haben, sowas gab es in den letzten 3 Millionen Jahren noch nicht. Kein Mensch hat jemals eine Welt erlebt mit 420 Parts per Million. Der Kollege Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat sogar ausgerechnet, wenn das so weitergeht, dann können wir die nächste Eiszeit um 50.000 bis 60.000 Jahre verschieben. Das heißt, wir haben so viel Energiespeicherung in die Atmosphäre gebracht, dass wir wirklich an den ganz großen Kreisläufen der planetaren Natur angegriffen haben. Also normalerweise haben ja diese Eiszeiten was mit astronomischen Gegebenheiten zu tun, die Neigung der Erdachse, die Bahn, die nicht perfekt kreisförmig ist, sondern ein bisschen ellipsenförmig, sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen, die dafür sorgen, dass eben das Klima in den letzten Jahrmillionen immer zwischen Warmzeit und Eiszeit hin und her schwankte. Und die letzte Eiszeit ist ja schon eine Weile her, weit über 12.000 Jahre. Das heißt also, was wir jetzt machen, ist, wir treiben die Erde in einen Zustand, in den sie, seitdem es Menschen gibt, auf jeden Fall noch nie war. Das ist das große Problem. Das heißt, wenn wir hier anfangen, zum Beispiel über solche Dinge nachzudenken, sollten wir uns dessen immer bewusst sein, dass alles, was wir da tun, in natürliche Kreisläufe eingreift. Und wir könnten natürlich auch gucken, ob wir hier zwischen 25 Grad Oberflächenwasser und dem kalten Wasser hier unten ein Kraftwerk aufbauen können. Das sind alles physikalisch probate Methoden, die sind theoretisch möglich, aber technisch meistens mehr oder weniger uninteressant. Keine der Quellen kann weltweit einen nennenswerten Beitrag leisten, maximal lokal in einzelnen Gegenden, aber ansonsten bleibt uns nur die Windkraft und die Sonne vor allen Dingen, die Sonne überall auf der Welt. Für uns hier in Deutschland, hier haben wir mal ein Beispiel für die Wellenkraft an den Küsten. Sie sehen, die Wellenkraft ist da besonders stark, wo niemand ist. Also da jetzt ist jetzt noch nicht mal der Australier ist da in der Gegend. Es ist nichts. Hier oben ist noch ein bisschen was, aber richtig viel ist das eigentlich auch nicht. Aber wir können ja mal gucken. Immerhin, das ist hier oben da. Lassen wir mal Europa und machen wir das mal für Europa richtig. Und wir bauen hier ein 4.500 Kilometer langes Wellenenergiekraftwerk vor den Küsten Europas. Wir rechnen jetzt Großbritannien einfach mal mit Europa mit. Anwesende Britinnen und Briten mögen mir verzeihen, aber falls das ein Problem ist. So. Wir belegen also gedanklich ein Viertel davon mit Wellenkraftwerken und fiktiv mit 50% Wirkungsgrad, schon schwer genug. Also ein riesiges technisches Gerät. Und das würde nur eine Kilowattstunde pro Tag pro Person für jeden Europäer liefern. Das heißt, der Aufwand ist gewaltig. Und denken Sie immer dran, wir sind Kohlenwasserstoff gewöhnt. Den besten Stoff, den wir kriegen konnten aus dem Boden. Kohlenwasserstoffmoleküle. Beim Fliegen raffinieren wir es so hoch, dass es eine unglaubliche Energiedichte hat, Kerosin. Selbst für unsere normalen Verbrenner mit Normalbenzin, das ist eine unglaubliche Energiemenge, die da dran ist. Und die Natur ist solche Energiemengen, großen Energiedichten und damit großen Drücke gar nicht gewöhnt. Und das, möchte ich mal mit Klaus Wobereit sagen, ist auch gut so. Denn hohe Energiedichten bedeutet eine außerordentlich hohe Gefahr für Katastrophen. Die Natur hingegen ist ein System von kommunizierenden Anteilen, die alle auf einem relativ niedrigen Energieniveau arbeiten. Wenn wir also mit erneuerbaren, mit natürlichen Energiequellen arbeiten, brauchen wir einfach viel, viel mehr davon. Also das, was ich am Anfang schon gesagt habe, muss uns klar sein, wir haben gar keine Alternative zu der solaren bzw. zur Windenergie. So ist die Situation in Deutschland. Sonstigen erneuerbaren Quellen gibt es kein weiteres Potenzial. Und damit ist völlig klar, wie die Aufgabe ist. Und das ist natürlich ziemlich heftig. Wenn wir diesen Reality-Check mal machen, na komm,
Wie ist denn das? Sieht es denn aus mit den Ausbauzielen? Wir haben jetzt einfach nur mal hier das EEG von 2021 genommen. Das hat sich ja inzwischen ein bisschen verändert. Was soll denn da eigentlich passieren? Also, wenn wir tatsächlich hier an diese Menge ran wollen, was muss denn da passieren, damit es funktioniert? Der Nettozubau bis 2030 sollen 5,5 Gigawatt pro Jahr der Photovoltaik sein, Onshore 1,8, Offshore 1,3 Gigawatt, an Biomasse 0,2 pro Jahr, Gigawatt pro Jahr. So sieht es aus. Das ist 2030 und da müssen wir irgendwie hinkommen. Wenn wir das umrechnen in Kilowattstunden pro Person und Tag, dann sehen Sie mal, was wir hier haben. Wir haben das Problem, dass wir schon bei der Endenergie irgendwie, merken Sie was, hier gibt es eine Differenz. Da gibt es eine Differenz, eine ganz erhebliche Differenz. Und ich habe also offenbar über die stärkste Energiequelle in Deutschland noch gar nicht gesprochen. Wenn wir für die 1,5 Grad oder 1,75 Grad wollen, dann müssen wir eben entsprechend früher oder später umfänglich praktisch unseren Energiebedarf aus Erneuerbaren decken. Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zu schaffen. Schauen wir uns das an, die Reduktion des Energieverbrauchs bis 2045 zum Beispiel, die Agora-Studie aus dem Jahr 2021. Dann sehen Sie mal hier, gucken Sie sich das mal an. Energiesparen. Also Reduktion des Energieverbrauchs heißt Energiesparen. In einem solchen Moment geht meiner Ansicht nach im Raum immer so eine ganz merkwürdige Geschichte los. Daran sehen Sie fast die Aussichtslosigkeit des Unternehmens. Was für ein Wahnsinn das ist. Wie sehr wir uns auf einem Niveau eingeregelt haben, was wir nie im Leben halten können, wenn wir es tatsächlich ernst nehmen. Schauen wir uns nochmal an, wie das aussieht. Wie ist denn der Endenergieverbrauch in den letzten 30 Jahren so gewesen? Das ist vom Statistischen Bundesamt. Also nicht einer NGO, sondern einer GO, einer Governmental Organization. Möchte ich übrigens an der Stelle nochmal daran erinnern, es gibt grandiose Informationsquellen, ganz offizielle Informationsquellen, zum Beispiel das Umweltbundesamt in Dessau. Das Umweltbundesamt in Dessau gibt einen Katalog raus über umweltschädliche Subventionen. Also perverser geht es ja nicht mehr. Ne? Das heißt, der Bund finanziert ein Bundesamt und dieses Bundesamt findet dann raus, dass wir als Gesellschaft über die repräsentative Demokratie, also über die Parlamente, Länder und Bund, insgesamt 57 Milliarden im Jahr an umweltschädlichen Subventionen ausgeben. Umweltschädlich. Also nicht mal so, dass wir nichts investieren, nicht genügend investieren, sondern wir investieren auch noch in Umweltschäden, die wir dann wahrscheinlich noch doppelt und dreifach nochmal finanzieren müssen. Merken Sie, wie irre das ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einigermaßen geschockt. Ich habe diesen Katalog nicht gekannt. Vielleicht haben Sie ihn ja alle schon gekannt. Ich habe den 2018 zum ersten Mal gehört. Und zwar beim Kollegen in Köln-Porz. Der hat mich also in einem Vortrag, wo habe ich über Klimawandel gesprochen, gesagt, sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich diesen Katalog vom Bundesumweltamt über umweltschädliche Subventionen? Sag ich, nee. Er sagte, kennen Sie nicht? Nee, sag ich, kenne ich nicht. Ja, den sollten Sie aber kennen. Und dann habe ich ihn gelesen. Da kriegt man Sodbrennen. Also hier, da kriegst du so einen Hals. Ja. Das kann nicht wahr sein. Vor allen Dingen, das ist, also wie gesagt, ich möchte nur mal darauf hinweisen, weil es wird ja oft darüber gesprochen, mein Gott, NGOs und so weiter, Non-Governmental Organizations, aber hier handelt es sich um vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin finanzierte Institutionen, die vom Bund und den Ländern autorisiert werden, solche Untersuchungen durchzuführen. Und die drucken das. Und fast könnte man sagen, naja, ist geduldig, das Papier. Ne? Kann man was draufschreiben, muss aber nicht. Und wenn es draufgeschrieben ist, muss es nicht lesen. Genauso wie der Wissenschaftliche Beirat, kennen Sie den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung, WBGU? Sind die tollsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Deutschlands sind da drin. Ganz großartige Leute, schreiben großartige Gutachten, ganz großartig. Genau. Genau, was Sie denken. Genau so ist es. Ich habe es nicht gesagt, aber ich weiß genau, was Sie denken. Ich habe es nämlich auch gedacht. Die schreiben zum Beispiel bei einem Gutachten über Digitalisierung. Gibt es ein Gutachten, können Sie mal nachgucken im Netz. Sie schicken Ihnen das auch zu, ausgedruckt. Das sind richtige Bücher, unwahrscheinlich. Da schreiben die, wenn es nicht gelingt, die Digitalisierung in einer Nachhaltigkeitsstrategie einzubetten, dann wird die Digitalisierung ein Brandbeschleuniger für den Klimawandel. Brandbeschleuniger. Das sind Leute, die sind sehr vorsichtig mit ihren Aussagen. Sehr vorsichtig. Und wahrscheinlich, weil die solche Worte sagen, werden diese Schriften nicht so richtig in der Öffentlichkeit bekannt. Obwohl, auch das ist GO, also Wissenschaftlicher Beirat für globale Umweltveränderung.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt es. Gibt es alles. Alles da. Sie brauchen also gar nicht irgendwie bei, in Anführungsstrichen, Guerilla-Organisationen nachzugucken. Der Staat liefert praktisch den Irrsinn komplett gedruckt, ausgedruckt oder als PDF-Datei. Können sich den ganzen Wahnsinn angucken. Und hier sehen Sie etwas, was, das können wir jetzt auf zweierlei Weisen interpretieren. Erstens, ach du Scheiße, da tut sich ja überhaupt nichts. In absoluten Zahlen ist seit 1990 der Endenergieverbrauch pro Person und pro Tag praktisch identisch. Wie soll denn da gespart werden? Und andere werden sagen, Moment, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Was für ein Wirtschaftswachstum hatten wir in den letzten 30 Jahren? Wir haben es offenbar geschafft, Wachstum und Energieverbrauch zu entkoppeln. Hurra, hurra. Sie können sich jetzt entscheiden. Der Natur sind diese Argumente völlig egal. Also wenn es darum geht, um die Menge von Kohlenstoffatomen, die in der Atmosphäre erreichen. Ja? Der ist es völlig egal. Also wenn man diesen Verbrauch nicht verringert, dann wird das nichts werden mit dem Klimaschutz. Wir müssen runter mit dem Verbrauch. Nur, also Robert Habeck sagt ab und zu mal was dazu zum Sparen, aber sonst ist eigentlich wenig. Also das ist mal so eine große Plakat oder was weiß ich. Oder man wird angerufen, nicht von irgendeinem Unternehmen, was die Meinung wissen will oder was haben Sie denn heute gekauft, sondern wir werden nicht angehalten zum Energiesparen, auf keinen Fall. Stellen Sie sich doch mal vor, ich weiß nicht, also wir hatten ja in der BRD in den 70er Jahren, hatten wir eine ziemliche Ölkrise und dann gab es tatsächlich so Maßnahmen, das können Sie sich nicht vorstellen, Maßnahmen, Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 100. Ja, ne? 100. Dann gab es autofreie Wochenenden. Ungeheuerlich. Also Entscheidungen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das einfach mal so durchgezogen worden ist. Von einer sozialdemokratischen Regierung damals. Ungeheuerlich. Wahnsinn. Und wir schaffen es nicht mal, irgendwie ein Tempolimit auf die Straße zu bringen. Noch nicht mal das. Und wir machen unsere Autos. Wissen Sie, was die durchschnittliche Motorisierung in Deutschland ist? 160 PS. 160 PS. In Worten 160. Ich stamme aus einer Zeit, da gab es noch Autos mit 34 PS. Wenn Sie heute zum Unternehmen gehen, ich hätte gerne ein Auto mit 34 PS, dann verschwindet die gesamte Belegschaft im Hinterraum und schlägt sich die Oberschenkel bunt vor Lachen. Ja? Ach, Sie wollen einen Rasenmäher kaufen? Nee, ich will ein Auto kaufen. Ja? Jeder Rasenmäher hat heute mehr PS. Unglaublich. Abartig. Irrsinnig. Da steckt natürlich alles da mit drin. Diese Entwicklungen stecken mit drin und natürlich auch, dass wir bei aller Energieeffizienz, Stichwort, ist denn die Technik nicht in der Lage, dieses Problem der Energiewende zu lösen, dass bei aller Energieeffizienz offenbar wir als Verbraucherinnen und Verbraucher zusehen, dass wir dann eben mehr Geräte benutzen. So wie früher die Einführung von leichten Zigaretten. Ja? Komm, ist ja leichter, kann ich schon mehr von rauchen, ja? Und so weiter. Ja. So sind wir. Also, wir können das in zweierlei Form interpretieren. Ich denke schon, man muss es in einer guten Mischung sehen, dass es gelungen ist, in den letzten 30 Jahren tatsächlich die wirtschaftliche Entwicklung zu entkoppeln. Aber das kann nur der erste Schritt sein. Das, was wir tatsächlich machen müssen, ist natürlich ein viel größerer Ausbau, um überhaupt mal wenigstens irgendwie sowas zu erreichen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir sowohl, was Wind und Sonne betrifft, viel, viel größere Ziele erreichen müssen. Wir müssen ganz anders vorgehen. Und das ist gar nicht so schlimm. Die Zahlen, die Sie jetzt gleich sehen werden, die sehen ganz interessant aus. Also Nettozubau bis 45 müsste sowas sein wie 14 Gigawatt pro Jahr an Photovoltaik statt 5,5, Onshore 3,8 statt 1,8 und so weiter. Wir müssen also mit den Zahlen höher. Aber ich möchte noch mal daran erinnern. Erinnern Sie sich noch, wie ich vorhin getobt habe? Es nutzt uns nichts, irgendwelche Zahlen zu definieren. Somebody has to do it. Ja? Es muss gemacht werden. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass die nächste Generation das macht. Wir müssen jetzt die Stellschrauben stellen, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen und wir unseren Kindern und Kindeskindern das Land in einem anderen Zustand überreichen, als wir das in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Es muss anders werden, es muss. Das ist unsere echte Verantwortung dabei. Man braucht das 2- bis 3-fache des EEGs. Und alleine nur diese Aufgabe, also Dinge wirklich so maximal auf die Spitze zu treiben erstmal und das konzeptionell umzusetzen, daran sehen Sie doch schon, dass es ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gar nicht gehen wird. Also der Ansatz, den wir hier heute Abend verfolgen und für den, glaube ich, viele hier auch stehen, dieser Ansatz ist der einzige, der erfolgversprechend ist.
Also die Hoffnung, dass irgendein, was weiß ich, irgendein Milliardär, oder den Mac gibt es wahrscheinlich den ersten Billionär, ja, also 1000, also jetzt also europäischer Billionär. Sie wissen ja, die Amerikaner haben ja bei den Billionen, sind ja, Billions sind ja nur Milliarden. Aber man kann schon ahnen, irgendwann gehört alles entweder dem Musk oder dem Bezos. Wahrscheinlich kauft der Musk den Bezos oder der Bezos verdaut den Musk oder irgend sowas. Müssen wir mal gucken, wer sein wird. Aber das ist eine Riesenaufgabe. Wenn wir das als gesellschaftliche Aufgabe empfinden, dann ist es völlig klar, dass es ohne eine genossenschaftliche Variante überhaupt nicht funktionieren wird. Und ich bin erstaunt darüber, dass es immer noch nicht klar ist, wie groß die Aufgabe ist, auch die gesamte Bevölkerung darin mitzunehmen. Eigentlich müssen wir überall, müssen wir mit großen Transparentwagen durch die Kommunen fahren und sagen, so, morgen Abend treffen wir uns, wer ist dabei? Vergessen Sie nicht, in Deutschland liegt viel Geld auf Sparbüchern. Richtig viel Geld. Es ist nicht so, dass hier, es gibt natürlich, das ist überhaupt keine Frage, es gibt Menschen, die leben am absoluten Existenzminimum, aber gerade die Reicheren, die Wohlhabenderen haben dafür zu sorgen, dass denen es nicht so gut geht, eben tatsächlich die Bedingungen geschaffen werden, sodass wir es schaffen können, in diesem Land zusammenzuleben. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal daran erinnern, wir haben Jahrzehnte hinter uns, wo wir uns auf die Unterschiede konzentriert haben, wer wir sind, dass die einen eben ganz anders sind als die anderen. Die Sozialwissenschaften haben viel, 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 viel geforscht daran, was die einen von den anderen unterscheidet und pipapo. Was wir dringend brauchen, und dafür steht ja der Genossenschaftsgedanke eben auch, ist eine Erzählung des Zusammens. Was hält uns eigentlich zusammen? Warum sollen wir uns darum kümmern, dass in diesem Land, auf diesem Kontinent, die Dinge anders laufen als woanders? Wir können doch nicht wollen, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, die so katastrophal ist wie in den Vereinigten Staaten. Das können wir doch nicht wollen. Also was hält uns zusammen? Und gerade bei den Kommunen ist dieses Zusammen ja relativ leicht definiert am Anfang wenigstens. Das sind diejenigen, die in einer Stadt, in einem Dorf wohnen. Und wenn dann eine Organisation da ist, die dann auch noch, Sie wissen ja, das ist eines der empfindlichsten Organe der Deutschen, hat einen französischen Namen, Portemonnaie. Ja, also wenn das Portemonnaie dicker wird, während ein Windrad sich dreht oder die Photovoltaikanlagen da oben sind, dann hat sich schon so manches ästhetische Argument gegen das Windkraftrad dann in nichts aufgelöst. Das ist eine Zahl, die sollte uns wirklich, die muss uns natürlich aufmerksam machen. Und gerade bei so Genossenschaften ist das wichtig, dass man diese große Geschichte sieht, in der Genossenschaften auch mittendrin sind. Und wir sehen natürlich auch, das können wir kaum schaffen. Wir brauchen Energieimporte und es wäre ohnehin völliger Blödsinn zu glauben, wir könnten uns unabhängig machen. Wir brauchen für eine Energiewende ein funktionierendes europäisches Energienetz. Großartig wäre es, wenn es gelänge, zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel so etwas wie ein europäisches Desertec aufzubauen. Wenn man den Klimaszenarien der nächsten 40 Jahre Glauben schenkt, und es gibt leider keinen Grund, das nicht zu tun, dann wird ein erheblicher Teil von Spanien nicht mehr bewohnbar sein. The number of days above deadly threshold, wie es so schön heißt. Ja, also jetzt aktuell, was die Spanier im Süden von Spanien erleben, da machen sie keinen Urlaub mehr. Da sind sie froh, dass sie irgendwie da wegkommen. Das ist wirklich schwierig. Und die Frage wird sein, schaffen wir es, innerhalb von Europa solche Flächen zu definieren und damit es möglich zu machen, wirklich große Energiemengen auch tatsächlich zu exportieren beziehungsweise für uns dann natürlich zu importieren. Also der Bruttozubau zum Beispiel für Photovoltaik von 16 Gigawatt pro Jahr. In 2020 sind 4,9 Gigawatt ausgebaut worden. Ein 3- bis 4-facher Ausbau wäre notwendig. Und wir haben 2012 schon mal immerhin 8 Gigawatt an Photovoltaik ausgebaut. Also das heißt, da ist auf jeden Fall was drin. Das können wir. 50% auf Dächern, 270.000 Dächer pro Jahr. Bei 30 Kilowatt Peak, da ist schon was möglich. Da können wir also deutlich mehr machen. Und das ist zum Beispiel sowas, da wäre ich wahnsinnig. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, um nochmal klar zu sagen, was glauben die Leute eigentlich, wenn sie uns die Dächer nicht zur Verfügung stellen? Was glauben die? Dass Photovoltaikanlagen so fleischfressende Pflanzen sind? Oder was? Was glauben die Leute? Ist doch irre, was für eine Überzeugung. Man muss sich den Mund fusselig reden, um jemanden davon zu überzeugen, endlich das Dach herzugeben. Da hat sich noch nie drüber Gedanken gemacht, was auf dem Dach da sein könnte. Aber wenn man mal einen Photovoltaik an, das geht nicht, geht auf keinen Fall. Nee, also das ist nicht drin. Man könnte rasend werden.
Ich weiß nicht, was das für eine Haltung ist, aber wir müssen alle dran arbeiten, müssen irgendwie viel Kreide futtern und dann immer wieder anlaufen, immer wieder aufs Neue versuchen, andere davon zu überzeugen, ihre Dächer herzugeben. Denn das wird ein wichtiger Teil sein, weil jedes dieser großen, vor allem die großen Dächer in Kommunen, ist ja auch ein Zeichen, dass die Leute verstanden haben. Je mehr von diesen Dächern mit Photovoltaik bekachelt werden, umso größer ist die Überzeugungskraft derjenigen, die praktisch unterwegs sind, on the road, um andere Leute davon zu überzeugen, ihre Dächer zur Verfügung zu stellen. Also Mitglied von einer Energiegenossenschaft zu werden oder wenigstens ihre Dächer zur Verfügung zu stellen. Denn das sind ja versiegelte Flächen. Und wenn ich allein das Wort höre, Ensembleschutz. Ja. Es wird dann später, wird es mal in den Chroniken dieses Planeten stehen, ja, denen ging es eigentlich, die hätten es schaffen können. Aber wegen Ensembleschutz und Denkmalschutz haben sie den Weltuntergang in Kauf genommen. Haben sie gemacht. Ja. Sind dann, wahrscheinlich landet dann so ein außerirdisches Raumschiff und sagt, guck mal, die hatten auch diese Krankheit. Wie heißt die? Ensembleschutz. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ist doch wahr. Ich meine, ja, es ist doch, du kriegst doch, das gibt es doch nicht. Ja? Das muss ich erst mal leisten können. Okay, also auch hier sowas ist natürlich wichtig, gerade diese Freilandanlagen, das wird eine ganz, ganz wichtige Sache sein, auch die senkrechte Variante. Und auch da ist es wichtig, die Bauernverbände endlich dazu zu kriegen, nicht zu sagen, nein, wir haben Angst irgendwie vor den Einbußen beim Ertrag. Die Bauernverbände müssen lernen, dass Landwirtschaft und Energiewirtschaft eng miteinander verzahnt sind. Dass das ganz wichtig ist. Niemand von uns will doch irgendwelche Ertragsflächen kaputt machen. Das ist überhaupt nicht unser Punkt. Aber die entsprechende Variation, also PV in der Höhe von 4,5 Metern zu haben und da unten drunter Landwirtschaft zu betreiben, das funktioniert. Wir müssen es nur machen. Das wird auch nicht billig, sowas. Und diese Anlagen sind auch nicht ohne Probleme, ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen es doch probieren. Das ist doch das, was wir auf jeden Fall tun sollten, es wenigstens mal rauszufinden. Denn man darf ja auch nicht vergessen, Deutschland ist ein Land mit einer unglaublichen Ingenieurtradition. Wir haben Frauen und Männer, die richtig schlau sind in den technischen Fächern. Und warum lassen wir die, anstatt was Ordentliches zu entwickeln, Software entwickeln für große Premium-Limousinen, dass deine linke Arschbacke anders beheizt wird als deine rechte? Das gibt's doch nicht. Ja? Na, ist doch wahr. Da kannst du verrückt werden. Wenn man sich heute anschaut, was für eine Technologie in den großen Automobilen in Deutschland verarbeitet wird, da kann man doch nur noch schreiend davonrennen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann macht man morgens dann schön die Heizung an und kriegt man rechts ein bisschen mehr Kilowatt als links und so weiter. Wahnsinn. Oder Lenkradheizung. Ich reg mich wieder ab, keine Bange. Ich habe ja nachher noch einen Kilometer, bis ich nach Hause gehe. Und Anselm, du musst mich dann beruhigen, hilft alles nichts. Okay, schauen wir uns mal an bei Wind. Wie sieht es denn da aus? Auch da müsste man natürlich deutlich zubauen. Und das Interessante ist, also wenn wir uns das jetzt mal angucken, 2017 haben wir 4,9 Gigawatt an Wind ausgebaut. Wow, da war noch richtig was los. Immerhin, ja. Und auch bei Offshore waren wir schon besser. Da haben wir nämlich 2,3 Gigawatt ausgebaut. Also wir sind schon durchaus in der Lage, diese entsprechenden Faktoren hier zu erzeugen. Nur wir müssen es halt machen. Danach sind politische Entscheidungen getroffen worden. Da kann man auch noch, wenn man Haare hat, kann man sie sich raufen, ja. Und kann dann sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Also große Windkraftanlagen, wie wir sie von allen Seiten kennen, mit großen Leistungen, das müssen wir schon hinkriegen, sowas. Und das ist natürlich auch Technologie, auch das muss man einfach mal sagen, bevor Sie also jetzt, aber ich denke ja, dass wir uns hier relativ einig sind, dass wir hier nicht über Technologien sprechen, die jetzt neu entwickelt werden müssen. Wissen Sie, das Tolle an dem, was ich Ihnen hier zeige, ist, das ist alles schon da. Das, was wir tun müssen, ist das Skalieren. Wir müssen mehr davon bauen. Wir müssen von dem Richtigen einfach mehr bauen, viel, viel mehr. Und dann wäre man, und jetzt ist die Frage, was glauben Sie, wie viele, wenn wir so weit runter wollen, was glauben Sie, wie viele Kernkraftwerke wir in Deutschland bräuchten? Weil das wird ja auch immer wieder diskutiert von der einen oder anderen politischen, was glauben Sie, wie viele Kernkraftwerke? Wie viele? Keine? Aber wenn wir es bauen wollten, wenn wir jetzt auf den Tag anfangen würden und wollten diese Leistung 55 Kilowattstunden pro Person und Tag in Form von Kernkraftwerken.
weil das wird ja gerne angesprochen, ob uns das nicht retten kann. 150. Also, wissen Sie, das ist jetzt keine Zahl, die, man kann es auch anders machen, man kann einfach den gesamten Energieverbrauch von Deutschland nehmen und kann man irgendein Standardkernkraftwerk wählen, dann kommen Sie relativ leicht auf diese Zahl. Wenn ich das lese, wenn man das mal selber ausrechnet, wird es noch schlimmer, dann ist man ja meistens allein und hört dann von irgendjemandem im öffentlichen Raum, Kernkraftwerke, wäre das nicht was, oder man hört dann davon, die Briten bauen da ja ein Kernkraftwerk, wofür man dann 30 Jahre lang einen Strompreis garantieren muss, lassen Sie euch. Die Franzosen wollen Kernkraftwerke noch mehr ausbauen und so weiter, obwohl sie genau wissen, dass ihre Klimaprojektionen so aussehen, dass sie gar kein Wasser haben, um die Dinger zu kühlen. Das gibt's doch nicht. Man hat das Gefühl, es ist tatsächlich so wie in dieser einen Geschichte, die erzählt wird über die Europäische Kommission. Dass es da also vor einigen Jahren Leute gegeben hat, die haben dann also vorgestellt, die Energienetz in Europa, und haben immer wieder die Kirchhoffschen Gesetze dabei auch erwähnt. Die Kirchhoffschen Gesetze regeln Spannungs- und Stromverteilung, geschlossene Stromkreisen und so weiter. Und haben sie immer wieder von den Kirchhoffschen Gesetzen gesprochen. Irgendwann sollen Parlamentarier aus der hinteren Reihe zugegeben, aufgesprungen sein, Gesetze, die können wir doch ändern. Ja, also ich habe manchmal den Eindruck, dass tatsächlich auch in der obersten Reihe der europäischen Politikerinnen und Politiker Leute sitzen, die glauben, da gibt es noch irgend so eine Harry-Potter-Insel. Und da sind die Naturgesetze alle ganz anders oder so eine Asterix, so ein Miraculix, der irgendwelche wahnsinnigen Geschichten entwickeln kann. So sieht's aus. Also das alleine ist ein Ausdruck dafür, dass wir dringend natürlich aus dieser Energieform raus müssen, egal wie es kommt. Das können wir uns gar nicht mehr erlauben. Diese Dinger bieten da keinen. Also, was haben wir? Wir brauchen eine deutliche Reduktion unseres Endenergieverbrauchs. Und das sind keine guten Nachrichten. Wenn Sie sich überlegen, dass die Digitalisierung grundsätzlich mit dem Verbrauch von elektrischer Energie verbunden ist, ganz zu schweigen davon, dass wir es auf dem Finanzmarkt inzwischen mit einem Phänomen zu tun haben, das uns ganz erhebliche Probleme machen würde, wenn wir das so weiterlaufen lassen, sind die Kryptowährungen. Also diese Kryptowährungen, die kriegen ja ihren Wert dadurch, dass man eine bestimmte Menge an Energie braucht, um sie überhaupt zu finden. Das muss man sich auch mal auf der Gott sei Dank ist das kein Schnaps hier, sonst würde ich mir. Also die Digitalisierung macht uns ganz erhebliche Probleme dabei und ich habe noch keine Ahnung, wie man das Gesellschaft eigentlich erklären will. Energieverbrauch, ja, muss runter, aber gleichzeitig soll die Digitalisierung hochgefahren werden. Hat mir auch noch keiner erklärt, aber irgendwie glauben alle an Wunder. Ne? Also wir müssen runter. Das ist auf jeden Fall so. Die Erneuerbaren ausbauen, Hauptquelle sind Sonne und Wind, ist überhaupt keine Frage. Wir müssen ganz andere Ausbauziele, nicht nur Ausbauziele haben, sondern wir müssen es doch tatsächlich tun. Das heißt, es bleibt, wir müssen die Windenergie und die Sonnenenergie in unserer Umgebung akzeptieren. Und zwar nicht mit irgendwelchen 10H-Regelungen. Hier haben wir mal das Beispiel, wir haben das ja hier in Bayern, bei uns ist das ja so. Hier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Sind also keine Simulationen oder Rechnungen von uns, sondern das sind die von Kollegen, die seit sehr, sehr langer Zeit sich mit dem Thema beschäftigen. Sie sehen hier 4H, 6H, 8H und so weiter. Das Potenzial in Bayern sind 62 Gigawatt an Windpower, die wir hier auf 4 Gigawatt runterprügeln. Ja? Das kann nicht sein. Das kann so einfach nicht sein. Und die politischen Entscheidungen, die da getroffen werden, wir müssen in Zukunft von denjenigen, die diese politischen Entscheidungen treffen, tatsächlich verlangen, dass das im Rahmen eines Klimaplans, eines Klimaschutzplans passiert und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen kann. Das ist auch eine Herausforderung daran, wie ernst wir es nehmen, dass wir zusammen sind. Denn ansonsten, wenn wir diese Me, Myself and I-Philosophie haben, ja, also wir sind die in Niedersachsen, wir sind die in Bayern und so weiter, dann wird das nicht funktionieren. Die Energiewende ist ein Plädoyer für das Zusammen. Entweder das passiert zusammen oder das passiert gar nicht. Umso wichtiger ist genau der genossenschaftliche Aspekt. Da kommen wir überhaupt nicht drum herum. Und wir werden tatsächlich auch international zusammenarbeiten müssen. Das wird man sehen, wie die Arbeiten da laufen. Da sind wir natürlich praktisch als Energiegenossenschaften vor allen Dingen diejenigen, die vor Ort dafür sorgen, dass es erstmal so eine Grundversorgung gibt. Natürlich. Das heißt, an der internationalen Zusammenarbeit können wir uns, sagen wir mal, mit der Vorstellung, dass wir ja vor allen Dingen über regionale Kreisläufe auch sprechen, das ist nicht unser Ding. Dafür haben wir unsere politischen Institutionen, die dafür sorgen sollen, wie das eine mit dem anderen zusammenpasst. Und
Das ist aber wichtig für den Ausgleich von Schwankungen über große Regionen. Überhaupt, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Detailproblemen, über die man mal sprechen kann. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, wie wird das eigentlich funktionieren, wenn wir in Zukunft tatsächlich solche schwankenden Energiequellen haben? Wir können die natürlich in Teilen ausgleichen, nicht zuletzt durch eine Reihe von verschiedenen Speichertechnologien, die gerade dabei sind, sozusagen marktreif zu werden. Oder die es schon gibt, wenn wir uns vorstellen, wir hätten tatsächlich eine Reihe deutlich mehr Elektroautomobile, als wir es heute haben. Welche Speichermöglichkeiten da drin sind, aber auch viel in vielen anderen Varianten. Ich bin gespannt, wie wir uns in Zukunft daran anpassen werden, dass Energie zum Beispiel über den Tag günstiger oder ungünstiger, also teurer oder billiger werden wird. Das heißt, momentan sind wir es ja gewohnt, 24 Stunden rund um die Uhr beliebige Energiemengen zu verbrauchen. So, dafür gibt es gewisse Preise und damit hat sich das. In Zukunft werden wir viel stärker auf natürliche Rhythmen wieder zurückkommen. Also wir werden genau dann, wenn die Energie angeboten wird, energiereiche oder energieintensive Tätigkeiten verschieben können. Und auf diese Art und Weise, das wird das ein ökonomisches, interessantes Prinzip werden und eine interessante Anpassung, wie man diese Schwankungen sowohl lokal wie auch über große Regionen hin abfedern kann. Der internationale CO2-Preis wird eine wichtige Rolle spielen. Da haben wir momentan, sehen wir, wie schwierig es in der EU ist, das hinzukriegen. Schon der Europäische Parlament hat jetzt schon wieder große Probleme damit. Das wird ohnehin alles noch schwierig werden, das hinzukriegen. Aber das sollte uns lokal überhaupt nicht davon abhalten, einfach weiterzumachen. Viele Dinge in der Politik haben auch etwas damit zu tun, dass wir Fakten schaffen. Dass wir einfach weitermachen, ganz stur weitermachen, einfach weiter die Lokomotive ziehen und uns gar nicht großartig frustrieren lassen von irgendwelchen Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Ziel. Und die Verkehrswende, die Wärmewende, alle diese Wenden brauchen Energie. Ohne Energie, die in richtigen Energieformen, wird das alles nicht funktionieren. Insofern wird das ohne die entsprechende Energietransformation überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und wir werden global natürlich über einen technischen Austausch und Unterstützung reden, aber das sind große Themen, über die wollte ich jetzt eigentlich hier an der Stelle gar nicht mehr reden. Aber kein Land kann den Energiebedarf von anderen in größerem Umfang mitdecken, das heißt mit großen Importen ist nicht zu rechnen. Wir müssen unsere Aufgabe selber hier lösen und ich denke, Energiegenossenschaften werden da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Und jetzt können Sie mich fragen, bombardieren. Dankeschön. Haben wir die Möglichkeit, irgendwelche Türen aufzumachen? Oder? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Ja. Oder wollen wir rausgehen? Dann kriegen die halt im Internet nichts mehr mit. Ja, das ist der Vorteil, wenn man hier ist. Ja. Ich glaube, das geht uns gerade allen so, dass es ziemlich warm ist. Ne? Ja. Das ist nämlich ein echter Knaller hier. Ah. Also ich würde sagen, Laura soll gerade nochmal die Fragen einsammeln und ansonsten haben wir ja eh gleich die Gelegenheit, uns draußen nochmal beim kühlen Getränk zu unterhalten. Das ist, glaube ich, zielführender, als wenn wir jetzt hier noch lange machen. Ja. Gut. Ja. Ich nutze trotzdem kurz die Gelegenheit, nochmal Danke zu sagen. Einmal selbstverständlich an Harald Lesch. Vielen Dank für dein Engagement und für diesen Vortrag heute. Und ich möchte gerne Danke sagen an Dirk vom Lichthaus und Sven überhaupt, dass wir hier sein dürfen. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine schöne Location und vielen Dank an Johannes hinter der Kamera, der uns, weil der Livestream leider nicht geklappt hat, aber dennoch mit einer Aufzeichnung versorgen wird, sodass auch die hinterher im Internet gucken können. Vielen Dank für die Kameraarbeit heute. Dankeschön. Und an Conny, an Christopher, an Laura, an Matthias, an alle anderen Ilmtaler, an euch, an die Genossenschaft, vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr das heute ermöglicht habt. Und nicht zuletzt, der Applaus für die Ilmtaler gilt gleichzeitig auch Ihnen, Ihnen allen, euch allen fürs Hiersein und fürs Mitmachen bei der Energiewende in Bürgerhand. Vielen Dank. So, was meinst du jetzt, Laura? Wollen wir uns einfach draußen unterhalten? Ja. Ja, so, geht uns allen so. Dann ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Viel Spaß draußen, gibt es kühle Getränke und Harald hat es gesagt, bitte mit Fragen bombardieren. Ja. Viel Spaß.